aber du musst immer buchstabieren trotzdem in Deutschland. Das heißt vielleicht immer Candelo. C-A-R-D-I. Also ich bin hier für die Freilassung für Tanaki Leach, weil ich für Meinungsfreiheit bin, egal in welchem Land und egal wo man ist. Man sollte die Freiheit haben, seine Meinung zu äußern, ohne dass man dafür strafrechtlich verfolgt wird. Ob das nun eine richtige oder eine gute Meinung ist, das sei unterlassen. Aber dass man dafür nicht ins Gefängnis gesperrt wird, vor allen Dingen wie im Fall von Tanaki Leach, ohne irgendwelche Verstöße gegen Gesetze gemacht zu haben. Du hast gerade richtig gesagt, du gut, siehst du, der hat mal geübt. Und die Rottnummer von Frau Rachman, die Tag 4, oder? Ja. Eigentlich müsste man heute alle von der Sonne einziehen. Hast du es? Ja. Es soll Aufmerksamkeit erregt werden, es sollen Unterschriften gesammelt werden und es geht darum, einfach ein Zeichen zu setzen. Wie bist du gerade dazu gekommen, hier mitzumachen? Ich bin jetzt das erste Mal dabei und freue mich, dass man hier gleich mit eingespannt wird. Und es ist ja, eine coole Aktion und vor allem auch öffentlichkeitswirksam und dafür geht man gerne auf die Straße. Also heute geht es um Tanaki Leach. Tanaki Leach ist der Vorstandsvorsitzende in der Türkei von Amnesty International. Und der wurde 2016 in Gefangenschaft genommen, weil er sich dort für Menschenrechte eingesetzt hat und für eine freie Gesellschaft, in der jeder Meinungsfreiheit hat. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, warum er festgehalten werden sollte. Er wurde im Zuge der Massenverhaftung nach dem Putschversuch dort festgenommen. Und er ist seitdem sozusagen, wurde wegen Terrorismus sozusagen angeklagt, beziehungsweise ist deswegen im Gefängnis und das ist völlig haltlos und es geht darum, eben Druck aufzubauen und zu zeigen, dass viele Menschen hinter ihm stehen und eben seine Freilassung fordern und darum sind wir heute hier und halten in Mahnbach auch. Für was genau hast du denn da gerade unterschrieben? Für Tana, der viel zu lange schon ja, jetzt festsitzt und jetzt endlich los rauskommen muss und deswegen stehen wir jetzt auch hier. Wer genau ist das denn? Das ist der Chef von Amnesty in der Türkei. Wenn ich das jetzt, ja, passt gut. Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender sogar, genau. Was kann man dagegen tun, dass solche Menschen eingesperrt werden? Genauso wie bei uns hier jetzt eine Mahnwache zu halten, sich dafür einzusetzen. Schade ist, dass so eine große Aktion, so ein großer Verein wie Amnesty nichtsdestotrotz wenig Wirksamkeit in diesem eigentlich ja fortschrittlichen Land hat. Und deswegen können wir nichts mehr machen, als die Aufmerksamkeit Tana zu geben und versuchen, an den Staat Türkei zu appellieren, ihn freizulassen. Genau, eine Mahnwache? Eine Mahnwache ist im Prinzip eine Art, Aufmerksamkeit zu erregen und ein Zeichen zu setzen, indem man sich irgendwo hinstellt, mit Lichtern und mit Bannern und sozusagen mahnt und sozusagen wacht. Welches Projekt kommt nach der Mahnwache? Also wir haben viele Projekte von Amnesty. Es wird auch wahrscheinlich zum Geburtstag von Tanaki Leach noch mal eine Aktion geben, die wir hier machen. Wir stehen ja vor dem türkischen Konsulat hier in Hannover, um eben auch dort die Aufmerksamkeit immer wieder darauf zu lenken, dass eben Leute hinter Tanaki Leach stehen und dass wir ihn eben nicht vergessen, auch wenn er im Gefängnis sitzt, und Druck auszuüben auf die türkischen Behörden und auf die Verantwortlichen dort.
Und es gibt von Amnesty auch noch weitere Aktionen. Jetzt zum Beispiel in der nächsten Woche haben wir eine Fotoausstellung zu Syrien im Pavillon, wo es darum geht, eben die Leiden des Krieges, aber auch die menschlichen Seiten des Krieges zu zeigen. Also da, wie die Menschen dort im Krieg leben und wie sie versuchen, ihren Alltag zu gestalten. Das wird auch sehr interessant. Da gibt es am 27.02. die Eröffnung im Pavillon, im großen Saal, ab 19 Uhr. Das heißt, wenn man möchte, kann man da auch hinkommen. Wie schwer ist es, Künstler und Fotografen zu bekommen? Also das ist eigentlich erstmal gar nicht schwierig, weil es natürlich extrem viele Menschen gibt, die Projekte machen, die eben solche, die Fotografen sind oder auch Journalisten, die interessante Geschichten zu erzählen haben, die viel recherchieren. Die Frage ist ja immer, wie schafft man es, Aufmerksamkeit zu erregen für diese Leute oder auch sozusagen für diese Geschichten. Und da gibt es eben viele Organisationen, die das versuchen, und wir von Amnesty versuchen eben gemäß unseren Themen, also Menschenrechten, auch immer wieder Themen zu finden und auch Abende zu finden, in denen wir auch solchen Künstlern bzw. Journalisten Raum geben, um ihre Sachen vorzustellen, ihre Projekte vorzustellen, ihre Informationen mit den Menschen zu teilen. Und man muss sagen, dass es auch mittlerweile echt ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung auch danach gibt, informiert zu werden und eben sich zu informieren über auch Sachen, die jetzt vielleicht nicht direkt in Deutschland stattfinden oder nicht direkt mit Deutschland zu tun haben, sondern vielleicht auch mit Menschen, die irgendwo anders in der Welt leben und dort mit Widrigkeiten zu kämpfen haben. Genau. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Für die Zukunft? Naja, es geht ja vor allen Dingen darum, immer zu versuchen, diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte so umzusetzen, dass wirklich jeder Mensch auf der Welt davon profitiert. Also, und jeder, diese für jeden Menschen auf der Welt gelten. Und dass es eben in vielen Ländern heutzutage immer noch schwierig ist, dass es immer noch repressive Regime gibt, die dort Menschenrechte nicht einhalten. Und unser Ziel ist es, wirklich für all diese Menschen zu kämpfen und mit diesen Menschen gemeinsam Forderungen zu stellen an die jeweiligen Regierungen und Verantwortlichen, dass Menschenrechte umgesetzt werden und dass jeder eben zu seinen Rechten kommt. Darum geht's. Hochschulgruppe. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin tatsächlich über eine Freundin, was heißt angeworben worden, die hat ein bisschen berichtet, was hier in der Hochschulgruppe gemacht wird und wie das hier läuft. Und das hat mich sehr interessiert, auch weil man hier mitmachen kann, in was für einer Form und wie man auch immer will. Was man für Fähigkeiten hat, kann man die mit einbringen. Das ist, finde ich, super. Und was war nochmal die zweite Frage? Kann jeder mitmachen? Ja, jeder kann mitmachen. Also hier ist jeder herzlich willkommen, der sich politisch oder der sich generell engagieren möchte und was ändern möchte. Ja, jeder kann hier mitmachen. Also es ist eigentlich ganz egal, wer man ist, ob man aus Deutschland kommt, ob man hier studiert, ob man eine Ausbildung macht, was auch immer. Man kann immer mitmachen und kann sich immer einsetzen für Menschen, die weltweit unter Verfolgung leiden oder deren Menschenrechte verletzt werden, weil dafür kämpfen wir hier bei Amnesty. Wann ist denn immer euer Treffen und was macht ihr genau bei eurem Treffen? Also wir treffen uns hier immer im Conti Campus im Hochhaus am Montag um 19.30 Uhr im 12. Stock. Und bei den Treffen machen wir verschiedene Sachen. Also es gibt immer ein bisschen Input, das heißt, man lernt was über akute News aus der Welt, also wo gerade wieder Menschenrechtsverletzungen begangen wurden, wo es gerade wieder Probleme gibt, wo es Konflikte gibt, da diskutieren wir drüber. Und dann versuchen wir Aktionen zu planen, wie die zum Beispiel heute, wo wir Mahnwachen machen für Menschen. Oder wir versuchen irgendwelche Infoabende oder Themenabende zu organisieren, wo wir Filme zeigen von interessanten Regisseuren, die über bestimmte Themen der weltweiten Politik oder auch über Menschenrechte Filme machen. Und das macht sehr viel Spaß und ist eigentlich sehr vielfältig. Teilweise fahren wir auch auf Festivals und versuchen dort irgendwelche Unterschriftenaktionen zu starten, wo wir dann eben Leute überzeugen oder auch versuchen, Mitglieder zu werben. Also es ist sehr, sehr vielseitig, man kann viel machen. Wie bist du persönlich hierher gekommen?
Ich wurde damals von einem Kumpel von mir hier herangetragen. Der meinte, ich sollte mal mitkommen, das wäre ganz cool. Und ich habe mich immer schon für Politik interessiert und wir haben auch viel zu Hause diskutiert. Er wohnt mit mir zusammen, hat gesagt, ich soll mich mal zeigen und sollte mal vorbeikommen. Und es war echt total nett, die Leute sind gut drauf und man kann hier sehr interessant, man kann viel lernen, man kann irgendwie sich beteiligen, man kann aktiv für irgendwas einstehen und man kann auch viel Spaß haben mit den Leuten und das ist nice. Ich habe noch einen Hinweis für den 7. März. Freitag, 7. März ist im Pavillon noch eine super Veranstaltung. Da berichtet Herbert Schmalstieg über die Verfolgung der Kurden in der Türkei. Und es gibt türkische Journalisten, die vortragen. Da gibt es eine ganze Menge interessante Informationen und Bilder über das, was in der Türkei gerade so passiert. Es gibt im Moment reichlich viele türkische Journalisten, die sich nicht mehr in der Türkei aufhalten können, weil sie da im Gefängnis säßen. Und viele von denen sind in Berlin, aber wahrscheinlich sind auch in Hannover hier mehr. Da werde ich auch mehr erfahren, wenn ich da am Freitag, 7. März hingehe. Du bist am 9. März, um ehrlich zu sein. Oh, es ist der 9. März. Aber sie lohnt sich auf jeden Fall, die Veranstaltung. Freitag. Ganz genau, Freitag.